In diesem Video werde ich die 10 besten Freistoßschützen in einer Reihe von kniffligen Challenges testen und herausfinden, wer der FIFA-Freistoßkönig ist. Die Regeln sind denkbar einfach. Jeder Spieler hat 5 Versuche, um ein Freistoßtor zu erzielen und für jeden Treffer gibt's einen Punkt. Und der Spieler, der am Ende die meisten Punkte hat, muss nächste Saison bei Schalke spielen. Das muss man erst mal realisieren. Nicht Spaß. Der ist der FIFA-Freistoßkönig. Aber sollte einer der Spieler in den 5 Versuchen kein Freistoßtor erzielen, dann muss sich eine Bestrafung vom Unglücksrad machen. Und den Anfang macht direkt mal der aktuelle Freistoßkönig, Lionel Messi. Der Kerl hat in seiner Karriere schon 62 Freistöße direkt verwandelt und unter anderem dieses wilde Ding hier gegen den FC Liverpool. Und wir nehmen auf ganz entspannt Messis 98er Team of the Season Karte. Die kostet 3 Millionen Euro und ich erwarte mir einiges, denn die hat 99 Freistoßpräzision, 99 Fe und auch 94 Schusskraft. Also eigentlich FIFA durchgespielt. Und während Messi sich die Kugel für den ersten Freistoß zurechtlegt, erkläre ich euch jetzt noch schnell das Punktesystem. Je größer die Distanz beim Freistoßtor, desto mehr Punkte gibt es. Jeder Spieler muss dabei mindestens einen Freistoß aus jeder der 3 Zonen schießen und bei den letzten 2 Freistößen, da haben die Spieler die freie Wahl. So, come on, erster Freistoß, gute Position, Messi gegen Schalke, 2 Balken, Power und rein ins Glück. Oh, den haben wir gleich mal verdattelt. Ach ja, und ich stehe im Tor. Ja, wir brauchen heute wirklich einen richtig miesen Keeper im Kasten, Freunde, denn Freistöße, die sind echt schwer. So, nächste Chance für Messi, diesmal aus Zone Nummer 2. Und guck mal, wie ich hier im Tor rumhampel. Das müssen wir jetzt bestrafen. Ich versuch's hier nochmal mit den Innenriss. Ich weiß nicht, ob der gut kommt. Ja, der ist schon wieder in der Mauer, Junge. Bisher 2 Freistöße, 2-mal in die Mauer und jetzt aus 31 Metern. Das wird eine schwierige Angelegenheit. Aber gut, hinten auf der Bande steht Goat und wenn Messi der Goat ist, dann trifft er das Ding jetzt auch. Mit dem Knuckleball, Flatterball! Der zieht sich am Kasten vorbei. 0 von 3 für Messi. Heieiei. Let's go, das ist eine gute Position, Leo. Komm, zieh durch, Junge, zieh durch. Der ist gut, es gibt sich, der ist an der Latte. Ich hasse es. Puh, durchatmen und damit ist jetzt schon Pressure am allerletzten Versuch. Messi, komm, in den Riss, komm, drehen über die Mauer, durchdrehen rüber und er dreht ihn rein und das ist das Tor. Oh, im letzten Versuch. Ein Punkt für Lionel Messi. Klar, ein Punkt ist nicht überragend, aber aktuell reicht das für Messi, um der Freistoßkönig zu sein. Naja, weil auch bisher nur er geschossen hat. Aber das ändern wir jetzt direkt mit unserem nächsten Spieler und das ist eine Ente. Genauer gesagt, Armand Lauri. Und dass auch der Kerl Freistöße kann, seht ihr in diesem Clip hier. Bam! Was ein Huf und was ein schönes Tor. Und seine 90er-Karte in FIFA hat auch 99 Freistoßpräzision, 95 Fe und 93 Schusskraft. Das sollte jetzt ein Kinderspiel werden. So, Minute 2 und Lorient hat direkt mal die Chance. Sekunde, Berardi, du schließt dir sicher nicht die Freistöße, mein Lieber. Lorient, die 45, zack, mit Fe und rein ins Glück. Und der macht direkt den ersten und ist schon mal gleich gut wie Lionel Messi. Das Ding perfekt über die Mauer geschnippelt und mir im Tor keine Chance gelassen. So, wir gucken, ob das im Versuch Nummer 2 genauso gut geht. Flatterball ins Tor, weil, oh, ich glaube, ich habe den ein bisschen verzogen. Ja, da habe ich richtig geglaubt. Oh, Freunde, wir haben den Freistoß und das ist jetzt eigentlich etwas zu viel Distanz. Da ist nicht mal eine Mauer, aber wir versuchen das einfach. Power Shot, Flatterball und dann rein ins Glück und... Junge, der war fast drin gewesen. Bruder muss los, habt ihr das gesehen? Wie frech war denn der? Uiuiui. Und wisst ihr was, den einen Punkt haben wir sowieso schon sicher. Ich probiere es nochmal aus 35,5 Metern. Aber dieses Mal versuchen wir es kolossal per Außenriss und... Jo, der ist drin. Junge, 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 3 Punkte. Oh, alter Schwede, ich hätte nicht damit gerechnet. 3 Punkte für Lorient und was ein geiles Freistoßtor. Bam, perfekt getroffen und dann sieht der Keeper hier natürlich gar nicht gut aus. Aber ich stehe auch ich im Tor. Und wenn er wirklich gut ist, der Lorient, wenn er wirklich ein Baller ist, dann zeigt er mir das jetzt nochmal, dass er den nochmal so reinzwirbeln kann. Bam! Ah, okay. Das war eine Eintagsfliege. Aber trotzdem, 4 Punkte für Lorient und das heißt, wir haben einen neuen führenden Freistoßkönig. Die Frage ist, wie lange er noch führt, denn auch der nächste Spieler kann Freistöße. Team of the Season, Vincenzo Grifo. 98 Freistoßpräzision, 97 Fe und 97 Schusskraft für den Mann vom SC Freiburg. Und wir gehen da jetzt mit ihm rein. Knapp 21 Meter Distanz zum Tor. Gut, das Spin am Ball, einen Rest und der... Oh, Junge, wie habe ich den denn gehalten? Was für eine Parade. Bruder muss los, vielleicht hätte ich doch Profitorwart werden sollen. Aber gut, der Freistoß war ja top und wir bekommen jetzt den zweiten Versuch mit Grifo wieder im Außen. Und dieses Mal ist er drin. Ich glaube, der Keeper war dran, aber was ein Tor. Guter Effekt und der Keeper war dran, aber... Zu gut geschossen. Bleibt die Preisfrage, kann er es auch aus 30 Metern? So, wenn wir hier einfach anzielen mit dem Außenriss und dann einfach mal den Turbo geben. Turbo, Turbo, Junge. Das gibt's nicht. Der ist schon wieder drin. Junge, was bin ich für ein Freistoßmonster? Beziehungsweise, was ist Grifo für ein Freistoßmonster? Und damit hat er jetzt schon 5 Punkte, aber kann das Punktekonto noch ausbauen. Ja, Mann, let's go. Wir geben ihm nochmal so einen 34 Meter Freistoß für 3 Punkte mit dem Außenriss. Dieses Mal... Habe ich ihn sicher. 5 Punkte haben wir, wie gesagt, sicher. Versuchen wir es jetzt nochmal in die Gott.
der geht in die Zuschauer. Und es gibt einen neuen Führer. Vincenzo Grifo führt mit 5 Punkten die Freistoßkönige-Liste an. Und Freunde, jetzt ist euer Fußballwissen gefragt. Wie bewertet ihr diesen Freistoß auf einer Skala von 1 bis 10? Schreibt euren Score gern jetzt unten in die Kommentare. Und wir ballern jetzt weiter mit einem 95er Paulo Dybala. Wow. Was ein Übergang. Und dass der Bruder teilweise geisteskranke Freistöße am Fuß hat, das seht ihr ja gerade am Bildschirm. Unfassbar. Und mit 98 Freistoßpräzision, 99 Effekt und 94 Schusskraft greifen wir jetzt an. Und wisst ihr was? Ich habe Vertrauen in Paulo Dybala. Der Gegner stellt keine Mauer auf und wir machen als erstes den Longshot für 3 Punkte. Komm, Paulo! Oh, ich hab ihn im Tor. Schade. Junge, ich glaube, ich bin der erste Torwart, der sich nicht über eine eigene Parade freut. Egal, halb so wild, Freunde. Das war, wie gesagt, die Langdistanz. Jetzt für Selbstvertrauen die kurze Latte. Das gibt's nicht. So, jetzt müssen wir aus Position 2 schon fast treffen, sonst wird der Druck wirklich riesig. Dybala macht ihn! Yes, er kann's einfach. 2 Punkte hat Dybala schon, 3 brauchen wir jetzt noch. So, und wir versuchen einen Punkt uns per Flatterball zu ergaunern. Ui, der ging aber mal komplett in die andere Richtung. So, und jetzt müssen wir zum Abschluss einen Dreier treffen, sonst ist Dybala nicht auf Platz 1. Das ist seine letzte Chance, er muss ihn machen. Und er scheitert kläglich. 2 Punkte für Dybala. Und damit ist Dybala jetzt Vorletzter, aber immerhin der beste Argentinier, weil Messi wirklich schlecht war. Hingegen gar nicht schlecht ist der David. Der David Beckham nämlich. Der Kerl war wirklich für sein feines Füßchen bekannt und hat das ein oder andere sehr, sehr wichtige Tor in seiner Karriere erzielt, wie hier zum Beispiel gegen Griechenland. 97 Freistoßpräzision, 98 Effekt und 89 Schusskraft. Wir gehen rein. Erste Minute, erste Chance für Beckham und Junge, wo steht denn der beim Anlauf? Das wird jetzt interessant. Der lässt sich auf jeden Fall schon mal Zeit, aber trifft er! Dann auch nur die Mauer. Junge, so viel Drama für nix. Aber okay, okay, vielleicht ist das eher seine Distanz hier. Wenn wir den hier einfach ganz frech mit Schnitt spielen. Anlauf und Schuss und Beckham! Direkt in die Arme von Fabiano. So, jetzt aber 28 Meter, 3 Punkte Distanz für Beckham. Komm, wir geben viel Power, wir geben viel Power. Aber der muss doch rein! Der ist schlecht. Und die ersten 3 Freistöße ohne Treffer, das hat man schon lange nicht mehr. Eigentlich nur bei Lionel Messi. Das Problem ist, Freunde, Beckham braucht mindestens 5 Punkte, um hier noch in Führung zu gehen. Und das kann er versuchen. Jetzt bitte gut! Den hab ich. Oh mein Gott. Der ist wirklich perfekt geschossen, aber ich mutiere einfach zu Prime Manuel Neuer. So, durchatmen. Letzter Versuch. Können wir der ersten Bestrafung entgehen oder müssen wir die machen? Und der ist nicht drin. Dem hab ich wieder. Und wir müssen die erste Bestrafung machen. Und Junge, der war wieder perfekt geschossen, aber dieses Mal wieder Prime Manuel Neuer, Freunde. Und wir müssen zum ersten Mal das Unglücksrad drehen. Bitte nicht Spieler-Discard. Alles andere wäre fein und es wird. Oh, es wird Tabasco. Gut, das ist auch feurig. Na gut, dann hau ich mir das mal rein. Oh, alter Schwede. Oh. Oh, das ist wirklich scharf. Oh, 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 oh. 1:37 später. Freistoßgott David Beckham wird also nicht zum Freistoßkönig, denn er hat 0 Punkte und ist aktuell Letzter. Aber keine Sorge, Freunde, es bleibt spannend, denn wir haben jetzt noch 5 Weltklasse-Freistoßschützen und am Ende sogar den besten Freistoßschützen aller Zeiten. Also, bleibt unbedingt dran. Wir machen jetzt erstmal weiter mit dem Klaus. Nicht mit Santa Claus, sondern mit Jonathan Klaus. Die Stats von seiner Winter Wildcards Karte. 99 Freistoßpräzision, 99 Effekt, 84 Schusskraft, Hype, Bock, Angriff. So, zack, und der liebe Klausi startet mit einem 2-Punkte-Freistoß. Ah, wisst ihr was? Wir geben dem hier den Außenriss. Wir geben dem hier den Außenriss. Let's go! Zumindest aufs Tor gebracht. Der erste Versuch war nicht drin, aber der zweite, das ist fast wie ein Elfmeter. Klausi, mach ihn! Ich hatte den Torschrei schon auf den Lippen. Aber der Keeper wieder! Aber Junge, der rettet den Ball hier auch mit Einsatz seines Lebens. Guck mal, wie der hier gegen den Pfosten deppert. Das muss man erstmal gesehen haben. Und für uns heißt das schon etwas Druck. Den Long Ranger, den könnte man jetzt schon ordentlich gut gebrauchen. Und wir setzen das Ding wieder an mit dem Klausi. Hoffentlich nicht zu viel Power, hoffentlich nicht zu viel Power. Der ging dann doch in die Mitte. Und Freunde, es tut mir leid, aber bei Klausi fühle ich es nicht. Da will ich einfach den Punkt holen. Einfach den Ball in die Mauer schnibbeln. Oh mein Gott. So, durchatmen. Letzter Versuch aus Position für 2 Punkte. Der muss rein. Und ich habe den nächsten. Und wir müssen schon wieder eine Bestrafung machen. Wir drehen also das Unglücksrad und komm, bitte irgendwas. Bitte. Oh, oh, das sieht nach Spieler-Discard aus. Spieler-Discard. Nee, nee, nee. Oh, es wird ganz knapp. Das Discard-Pack. Auch nicht besser. Aber auch den Spieler-Discard hätte sich der Klaus verdient. Denn er hat 0 Punkte und ist jetzt mit David Beckham Letzter in der Liste. Und wir discarden jetzt einfach mal 2 25k-Packs und das erste, gut, das ist schon mal Schmutz, das ist mir egal, Raspadori, adiossa. Also Jungs, hat mich gefreut und ciao. Und dann auch noch Pack Nummer 2 und da haben wir auch, oh, da haben wir jetzt Scheinwerfer, Niederlande, Innenverteidiger, wer ist es? Ist es De Frey? Ja, ja, aber auch nicht gut. Ich würde sagen, da haben wir Glück gehabt. Tschüss Jungs und wir gehen rein zum nächsten Spieler. Und hoffentlich haben wir mit dem da mehr Glück, denn das ist wieder ein Winter Wildcards Spieler.
Daniele Verde. Wobei, Verde heißt auf Italienisch grün und das ist sowohl seine Winter Wildcards-Karte als auch Spinat. Also, ach ja, und seine Karte hat 99 Freistoßpräzision, 99 FE und auch 84 Schusskraft. Mir wäre es jetzt aber wichtig, dass er nicht grün hinter den Ohren ist und das Ding trifft, aber er schießt mit links. Okay, aber wenn man den so anschnippeln könnte, der schon reingeht. Junge, der kommt nicht mal bis zum 5-Meter-Raum. Aber alles gut, durch Spinat essen hat er ähnlich viel Kraft wie Popper und kann es aus der Distanz. Aber der ist ungefährlich. Aber schön langsam bräuchte man endlich mal wieder ein Tor für Selbstvertrauen. Flachschuss! Pfosten, das gibt's nicht. Also jetzt raste ich komplett aus. Und in der Wiederholung sehe ich erst, den hatte noch der Keeper an den Pfosten gelenkt. Junge, ich hasse mich im Tor. Ich liebe aber den Hyper-Smile, meinen ersten eigenen Torwart-Handschuh. Die Dinger sehen crazy aus, haben crazy Grip, sind erstmal auf 100 Stück limitiert und jetzt verfügbar. Also hol dir jetzt deinen Hyper-Smile-Link. Ist unten in der Beschreibung. Und wir versuchen es wieder mit einem Flachschuss. Schon langsam haben wir Pressure. Wir haben schon 13 in Serie nicht getroffen. Treffen wieder den Pfosten. Ich kann nicht mehr, Freunde. So, komm, Freunde, es hilft nichts. 2 Punkte Freistoß. Wir müssen den treffen. Werde gut angetragen. Das ist Gelb wieder am Pfosten. Der legt mich doch einfach. Ja, moin, und es wird sogar noch besser. Der Keeper war wieder dran. Guck mal, wie der hier ins Tor reinfliegt. Ich bin gebrochen. Also dann, ihr kennt das Spiel. Wir drehen wieder das Unglücksrad und es landet auf Spieler-Discard. Perfekt. Also dann, Mr. Verde, auf den Friedhof mit Ihnen. Goodbye und auf Nimmerwiedersehen. Stand jetzt führt Vincenzo Grifo immer noch die Liste an mit 5 Punkten. Aber 3 der besten Freistoßschützen der Welt kommen jetzt noch. Und den Anfang macht James Ward-Prowse. 99 Freistoßpräzision, 99 FE und 91 Schusskraft. Zü, wir knallen jetzt endlich wieder mal einen rein. Am besten so wie den hier gegen Manchester United. Boom, und dann landet der im Kreuzeck. Unhaltbar. So ein Freistoß 1 ist fast schon ein Geschenk. Der ist fast wie ein Elfer. Andererseits sind so Dinger gar nicht mal so einfach aus so wenig Distanz. Aber der ist drin und endlich sind wir wieder erlöst. Jetzt aber die interessante Frage. Kann er das Ding aus der Distanz? Nein. Aber komm, Prowse, ich trau dir einiges zu. Den 2-Punkte-Ding machst du doch, der Keeper hat ihn schon wieder. Und im Ernst, den kannst du nicht viel besser schießen, aber er rettet die Kugel schon wieder unter Einsatz seines Lebens. Aber Ward-Prowse greift den Titel an, da braucht er einen 3-Punkter dafür und der ist ein Traumtor. Junge, okay, der entschädigt für einiges. Guckt euch das Ding mal an, 30 Meter perfekt getroffen und der Ball zwirbelt da genau ins Kreuzeck. Da hat selbst der Keeper keine Chance. Und ich riskiere es. Ich will den Rekord, wenn dann richtig gut brechen. Jetzt alles oder nichts. Und der geht knapp drüber. 4 Punkte für James Ward-Prowse. Und damit reiht er sich mit Lauriente knapp hinter Grifo auf Platz 2 ein. Und apropos 2, wir haben auch noch 2 Spieler. Und der nächste ist Dominik Szoboszlai von RB Leipzig. Und der hat unter anderem gegen Slowenien mal das Ding hier rausgehauen. Junge, das wollen wir jetzt auch machen. Und mit dieser fast perfekten Karte mit 98 Freistoßpräzision, 99 FE und 99 Schusskraft sollte da jetzt was gehen. Zack, von außen über die Mauer drüber mit Spinlatte. Junge, das wäre so ein schönes Traumtor geworden. So, aber der wichtige Freistoß kommt jetzt für den einen fixen Punkt. Wieder Latte. Junge, wie oft denn noch Aluminium? Ja. So, jetzt braucht es hier schon fast ein Wunder aus 35 Metern. Ich glaube, ich habe zu viel Power drauf. Ja, und der geht einfach zu den Fans. Aber gut, mit 2 Dreiern könnte Szoboszlai hier sogar noch die Führung übernehmen. Aber es wird kein Dreier. Und jetzt ist nochmal Druck auf Szobi. Er muss treffen. Er will sich doch hier nicht blamieren mit den Stats. Und jetzt knallt er ihn von der Latte rein. Was ein schönes Traumtor. Und Gott sei Dank noch gerettet. Klar, mit den Stats für Szoboszlai eigentlich nicht zufriedenstellend. Aber immerhin noch ein Punkt und nicht eine Nullnummer. Und Vincenzo Grifo kann jetzt nur noch einen Spieler vom Thron stoßen. Der beste Freistoßschütze aller Zeiten. Roberto Carlos natürlich. Und ich glaube, diesen Freistoß von ihm kennt jeder. Boom, was eine Rakete und was ein geiles Tor. Ich meine, guckt euch mal die Flugbahn von der Kugel an. Das ist so physikalisch unmöglich. Aber nicht für ihn mit 97 Freistoßpräzision, 97 FE und 97 Schusskraft. Und mit Roberto Carlos starten wir auch entspannt mit einem 3-Punkte-Freistoß. So, hier in etwa. Außenriss und dann voller Turbo. Und dann einfach auf die Power von ihm hier hoffen. Oh, zumindest aufs Tor, aber war gar nicht so gut. Aber vielleicht braucht auch ein Roberto Carlos einen zum Eingrooven aus der Nahdistanz. Und den hat der Keeper wieder. Unfassbar. So, jetzt aber, was kann man mir für 2 Punkte anbieten? Roberto Carlos! Ich verzweifle an dem Keeper. Ich verzweifle an ihm! Doch, es kam noch bittere, Freunde. Roberto Carlos traf einmal die Latte, scheiterte dann auch noch am Pfosten und ging mit 0 Punkten und 0 Treffern nach Hause. Und Vincenzo Grifo ist somit offiziell der FIFA-Freistoßkönig. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann guck als nächstes direkt auch noch das hier. Also, bis gleich.